Und nun eine ganz großartige Bodenkür, Bodenübung, Bodenpflicht wird uns zeigen. Natalia Schapochnikova. Ungemein frei, ungemein weit ihre Bewegungen, sicher elegant. Das, was heute im Turnen bei den Frauen, die noch halbe Kinder sind, gefordert wird. ...95 Punkte für Natalia Schapochnikova. Am Boden gleich hoch bewertet wie Nadia Comaneci und auch insgesamt mit einmal 10,0 im Pferdsprung und ebenfalls 9,95 am Stufenbarren und am Schwimmen.